Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu City Skylines. Hier bei Squadrox vor uns liegt das verträumte Städtchen Squadroxia, mittlerweile eine große Stadt, und wartet auf weitere Modifikationen, Verbesserungen, Ausbauten und vieles mehr. Ja, da stürzen wir uns mal gleich ins Getümmel. Wir haben hier ein Quadrat, das bebaut werden möchte. Wir haben hier ein bisschen Gebiet, das bebaut werden möchte. Aber wir kaufen uns heute ein neues Quadrat. Als erstes wieder zu Beginn. Und zwar dieses. So. Damit wir zum einen endlich mal hier an das, Zuglinie da was machen können. Außerdem wollen die hier immer noch die ganze Zeit, Industrie haben. Und da werden wir jetzt hier oben, werden wir einen Bahnhof errichten. Und ein schönes großes Industriegebiet. Aber einer der Hauptgründe, warum dieses Quadrat jetzt gekauft haben, das ist die Autobahn. Denn ich möchte diese Autobahn ein bisschen umleiten, denn verkehrstechnisch oh Gott, wo war denn das? Jetzt muss ich nochmal gucken, ist ein Wie kam man denn? Da war das hier, ja. Wir haben von dieser Autobahn da oben, haben wir nur einen Eingang hier in die Stadt rein. Und da unten rum fahren die immer noch nicht so. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle einen zweiten Eingang in die Stadt reinmachen. Und dazu müssen wir hier einiges an Umbauten in Kauf nehmen. Und dann daran setzen wir uns jetzt direkt. Genug Kohle haben wir. Einen genauen Plan, wie wir das tun sollen, den habe ich noch nicht gemacht. Aber wird schon schief gehen. So. Nein. So. Die Gemüsemüllverbrennungsanlage, die muss jetzt hier weg. Das kann man verschieben. Wisst ihr was? Ich glaube, ich verschiebe die nicht. Ich glaube, ich reiß die vorher erstmal ab. So. So, dann haben wir hier eine Feuerwehr, die wird verschoben. Die machen wir mal da hinten hin. Dann haben wir hier einen Park. Den verschieben wir auch. Der kommt mal hier rüber. Und das Busch-Depot. Das kann vorerst auch mal hier hin. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben
Wir brauchen hier einen Eingang in die Stadt. Und wir brauchen hier einen Eingang in die Stadt. So. Hier fehlt noch was. Wie gesagt, es ist im Grunde bedauerlich, dass ich mir da nicht einen hundertprozentigen Plan gemacht habe. So, und das heißt, wir bräuchten dann auch noch hier einen Eingang in die Stadt. Das Ganze auch hier raus. Und hier. Und da gegenüber. So, dazwischen. In diese Nische muss jetzt quasi sowas wie hier. Was dann im Grunde bedeutet, wenn wir das genauso machen wie auf der anderen Seite, dass wir dann hier schon mal mit einem Tunnel arbeiten könnten. Irgendwas habe ich da, glaube ich, schon falsch gemacht. Schon jetzt. Oder? Nee, so, stimmt's. Okay. Dann verbinden wir die dann halt doch quer mal nochmal mit einem Tunnel. Also eine ähnlich Querverbindung, wie es vorher war. Was dann eventuell auch wieder zu den gleichen Verkehrsproblemen führen könnte. Aber die einzelnen Stadtteile müssen ja auch irgendwo miteinander verbunden sein. Sonst, ach, hier geht's stark bergab. Moment mal. Hier haben wir ein starkes Gefälle. Gut. Geht nicht anders. Da muss die Tunneleinfahrt doch ziemlich tief rein. Tiefer als ich das gerne hätte. Gut, dann probieren wir doch noch mal das Ganze vielleicht ein bisschen flacher zu gestalten. Da reisen wir hier ein bisschen weit ab. Und dann gehen wir mal mit dem Tool hier ran. Wo ist das? Hier. So. Oh ja, ein starker Berg, der sich hier annähert. Mal gucken, dass wir den ein bisschen wegkriegen. Zu viel Erde. Was heißt zu viel Erde? Heißt das, die Erde, die ich hier weggrabe, muss ich wahrscheinlich irgendwo anders aufschütten oder so? Dann. Gute Frage. Wo mache ich das? Wo kippe ich den Überschuss hin? Hier. So.
So, kann ich jetzt hier weiter entfernen? Ja. Das geht. Schon wieder zu viel Erde? Okay. Der ist ein bisschen doof. Sag ich ganz ehrlich. Finde ich ein bisschen doof. Und auch ein bisschen teuer, ne? So, haben wir es jetzt einigermaßen? Ich habe jetzt zu viel abgetragen hier. Ich muss wieder einigermaßen ein kleines bisschen einebnen. Ja, nicht so leicht. War jetzt auch überhaupt nicht günstig. Okay. Und damit hätten wir diese Quertunnel mal schon mal gemacht und ein bisschen eingeebnet, um die Autobahn hierher zu holen. Müssen wir mal gucken, wie ich das auf der anderen Seite gemacht habe. Gut, auf der anderen Seite, ja, da hatten wir natürlich die Schnellstraßen zur Verfügung, die wir jetzt hier wohl eher nicht haben. Es sei denn, wir würden da improvisieren. Was ein bisschen schwierig ist mit den Parks. Gut, also die schon mal. Zu breiten Straßen zu machen, wäre schon mal nicht schlecht. Na komm schon. So. Was wir jetzt tun könnten, wäre. Hier an der Außenlinie. Die Dinger dann halt doch zu verbinden. So, zack, das war's schon. Dann müssen hier mal die Parks weg. Und dann diese... Ja, noch ein Park, der weg muss. So. Ja, das gefällt ihnen ja nicht. So, und dann das Ganze hier auf eine breite Straße upgraden. Und hier die Bauzulassung entfernen. Weil da soll dann in dem Fall dann doch nichts gebaut werden. So, und damit wird es jetzt wieder zu einer Schnellstraße. Ich
Das und das brauchen wir nicht. So, jetzt das Ganze auch noch hier. Hier geht es nicht, wegen dem Busdepot. Komm. Reißen wir es jetzt auch einfach weg. Wir haben ja das Geld. Wir haben ja die Kohle. Nee, wir machen schön 13.000 plus. Das läuft. So. Damit haben wir jetzt hier diese Schnellstraße gebaut. Was mit der Unterführung hier, da wird das Weil noch nicht, aber für den Moment. Muss der Tünnelchen hier auch mal weg. So. Darum kümmern wir uns später. So, jetzt muss da eine Autobahn durch, die hier, die auch hier anschließen soll. Und das bedeutet, dass auch dieses hässliche Teil zurück zu seinem Chapter kommt. War sowieso asymmetrisch, was soll's. So. Dann haben wir da jetzt eine ganze Menge zu tun. Eine ganze Menge zu tun. Gar nicht mal so leicht. Wieso hakt ihr hier nicht ein? So, jetzt. Dazu machen wir uns jetzt einfach jetzt hier mal ein Kreuz. Ein schönes, sauberes, gleichmäßiges Kreuz. Das erste Mal, dass ich auf diese Art und Weise versuche, einen Kreisel zu bauen. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. So, jetzt auf hier, auf hier. Auf hier, auf hier. Auf hier, auf hier. Ich muss sagen, diese Strategie mit dem Kreuz, glaube ich, ist ein funktionelles Prinzip. Ich denke, wir haben hier einen wunderschönen, perfekten Kreis hinbekommen. Sehr schön. Das freut mich.